Hallo meine Damen und Herren, heute reden wir über das nächste Verfahren in der Kostenträgerstückrechnung. Und zwar ist dieses nächste Verfahren, das wir behandeln wollen, die Maschinenstundensatzrechnung. Auch sie ist hervorragend geeignet, wenn heterogene Sachleistungen hergestellt werden. Man findet die Maschinenstundensatzrechnung somit wieder in Mehrproduktunternehmen. Auch bei der Maschinenstundensatzrechnung ist zunächst eine Differenzierung zwischen Einzel- und Gemeinkosten notwendig. Ebenso werden auch hier die Gemeinkosten in verschiedenen Funktionsbereichen zugeordnet. Nach dieser Gemeinkostengliederung werden die Gemeinkosten innerhalb der Fertigungsbereiche weitergegliedert, und zwar in maschinenabhängige Gemeinkosten, die später über die Maschinenstundensätze verrechnet werden, einerseits, und andererseits die maschinenunabhängigen Gemeinkosten, die über Zuschlagssätze, wie schon im letzten Screencast besprochen, verteilt werden. Diese maschinenunabhängigen Gemeinkosten werden anschließend wieder in Relation zu den Einzelkosten gesetzt. So erhält man die Zuschlagssätze, haben wir bereits mehrfach besprochen. Um jetzt aus den maschinenabhängigen Gemeinkosten den Maschinenstundensatz zu ermitteln, sind einige Vorarbeiten nötig. So müssen zunächst die Maschinenlaufzeiten ermittelt werden. Dies geschieht, indem man von der theoretischen Maximallaufzeit die Stillstandszeiten wie arbeitsfreie Tage, Zeiten des Tages, an denen nicht gearbeitet wird, betriebsbedingte Stillstandszeiten und Instandhaltungszeiten der Maschine abzieht. Den so ermittelten tatsächlichen Maschinenlaufzeiten, denn nur in diesen Zeiten kann die Maschine ja ihr Geld verdienen, werden nun die eben schon erwähnten maschinenabhängigen Gemeinkosten wie Energiekosten für die Maschine, Raumkosten für die Maschine, Instandhaltungskosten für die Maschine, Abschreibung und Zinsen der Maschine gegenübergestellt. Daraus ergeben sich die Gemeinkosten pro Maschinenstunde. Die Berechnung der Fertigungskosten bei Anwendung der Maschinenstundensatzkalkulation erfolgt nun so. Zu dem Fertigungslohn als Fertigungseinzelkosten sind die Restgemeinkosten über einen Zuschlagssatz zu addieren. Als Restgemeinkosten sind diejenigen Gemeinkosten bezeichnet, die nicht in dem Maschinenstundensatz enthalten sind. Die Maschinenkosten, hier also nur die maschinenbezogenen Gemeinkosten, werden als drittes als Produkt der Maschinenstundensätze mal den angefallenen Stunden addiert. Alle drei Größen addiert ergeben die Fertigungskosten. Kommen wir nun zu einer weiteren Kalkulationsart, nämlich der Bezugsgrößenkalkulation, die eine große Ähnlichkeit zur Maschinenstundensatzrechnung aufweist, sich allerdings in einem wesentlichen Punkt, auf den ich gesondert eingehen werde, stark unterscheidet. Auch dieses Verfahren wird wieder bei Mehrproduktunternehmen mit heterogenen Sachleistungen angewandt. Auch hier muss zunächst wieder eine Differenzierung zwischen Einzel- und Gemeinkosten durchgeführt werden. Die Gemeinkosten müssen ebenso wie in den vorherigen Verfahren besprochen gegliedert werden. Kommen wir nun zu dem entscheidenden Unterschied zur Maschinenstundensatzrechnung. Soll für eine Kostenstelle eine Bezugsgrößenkalkulation eingeführt werden, so werden die gesamten Fertigungskosten dieser Kostenstelle aufaddiert. Es findet also keine Trennung zwischen Einzel- und Gemeinkosten auf dieser Kostenstelle statt. Löhne und Gemeinkosten einer Fertigungsstelle werden in einer Summe aufaddiert und durch die geleisteten Bezugsgrößeneinheiten dieser Fertigungskostenstelle dividiert. Die Einheiten einer Bezugsgröße können Stunden sein, Kilogramm, Meter, Liter oder in welcher Einheit auch immer die Leistung der Kostenstelle gemessen wird. Gerade wenn die Bezugsgröße Stunden lautet, ist eine Verwechslung mit der Maschinenstundensatzrechnung leicht möglich, wie Sie sich denken können. Dann ist zu beachten, dass bei der Maschinenstundensatzrechnung Einzel- und Gemeinkosten getrennt angewandt werden, wie wir ja schon gesehen haben, in den Maschinenstundensätzen also nur die Gemeinkosten enthalten sind, während bei der Bezugsgrößenkalkulation im Kostensatz der Bezugsgröße sowohl Einzel- als auch Gemeinkosten enthalten sind.
Alle Gemeinkosten, die nicht in der Bezugsgrößenkalkulation, also in dem Kostensatz der Bezugsgröße enthalten sind, werden über einen Zuschlagsatz den Einzelkosten zugeschlagen. Schauen wir uns die Anwendung der Bezugsgrößenkalkulation in einem Beispiel an. Nehmen wir an, wir hätten Material-Einzelkosten von 20 Euro, denen über die Zuschlagskalkulation Materialgemeinkosten von 8% zugeschlagen werden. Dies entspricht 1,60 Euro. In der Fertigung 1, bei der eine Bezugsgrößenkalkulation in der Dimension Euro pro Stunde angewandt wird, wird eine halbe Stunde an dem Auftrag gearbeitet. Bei einem Bezugsgrößensatz von 88 Euro pro Stunde ergeben sich somit 44 Euro. In der Fertigung 2 ist die Bezugsgröße Kilogramm und es werden 2 Kilogramm für diesen Auftrag erstellt, wobei 1 Kilogramm 35 Euro Kosten verursacht. Der Auftrag wird somit mit 70 Euro belastet. In den Kosten der Kostenstellen Fertigung 1 und Fertigung 2 sind, wie wir eben gelernt haben, sowohl Einzel- als auch Gemeinkosten enthalten. Insgesamt ergeben sich somit für diesen Auftrag Herstellkosten von 135,60 Euro. Geht man davon aus, 10% Verwaltungsgemeinkosten gibt es noch und 20% Vertriebsgemeinkosten, die jeweils die Herstellkosten als Basis haben, so müssen weitere 13,56 Euro für die Verwaltungsgemeinkosten und 27,12 Euro für die Vertriebsgemeinkosten zugeschlagen werden, wodurch sich Selbstkosten von 176,28 Euro für diesen Auftrag ergeben. Abschließend zum Thema Verfahren der Kostenträger-Stückrechnung möchte ich mit Ihnen die Kuppelkalkulation besprechen. Sie haben schon gehört, dass es sich bei der Kuppelkalkulation um Produktionsverfahren handelt, bei deren zwangsläufig gleichzeitig mehrere Produkte bzw. Erzeugnisse hergestellt werden. Beispielanwendungen hatte ich genannt. Es können zum Beispiel auch Kokereien sein, bei denen Koks, Gas, Teer und Benzol technisch notwendig parallel und gleichzeitig hergestellt werden. Oder Raffinerien, in denen Benzine, Öle, Gase gleichzeitig und zwangsläufig produziert werden. Es wird bei der Kuppelkalkulation wie folgt vorgegangen. Zunächst sind die Gesamtkosten der Produktion zu ermitteln, die dann entsprechend der Tragfähigkeit als Grundlage den verschiedenen Produkten zugerechnet werden. Aufgrund der zwangsweisen gleichzeitigen Produktion der verschiedenen Produkte ist in diesem Ausnahmefall die Anwendung des Tragfähigkeitsprinzips sicherlich zulässig. Dies wird insbesondere dann deutlich, wenn man sich die verschiedenen Formen der Kuppelkalkulation anschaut. Gibt es beispielsweise nur ein Haupterzeugnis und alle anderen Erzeugnisse sind Nebenerzeugnisse, so wendet man die Subtraktionsmethode an. Dabei werden die Verkaufspreise der Nebenerzeugnisse als Selbstkosten für diese Nebenerzeugnisse angenommen. Die Selbstkosten werden von den gesamten Kosten der Produktion abgezogen und die verbleibenden Kosten sind dann diejenigen, die dem Haupterzeugnis zugerechnet werden. Liegt allerdings kein Haupterzeugnis vor, kein eindeutiges Haupterzeugnis vor, so bleibt nichts anderes als eine Verteilung der Gesamtkosten nach dem Prinzip der Tragfähigkeit. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.